Die Sprachübertragung beginnt jetzt. Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen hier heute Abend zu Gast bei XTB und dem Live Trading. Und es ist dunkel draußen, aber nicht an der Börse, denn da leuchten die Bullen. Zumindest mal die Augen einiger, die aktuell ja sehen, was die Märkte so alles können. Wir wollen uns das mal anschauen. Wir wollen natürlich nicht nur einfach drüber reden, sondern idealerweise, das hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, was der Markt uns bietet, aber idealerweise natürlich auch was umsetzen in dieser Richtung. Sprich, der Live-Gedanke, der Live-Trading-Gedanke, der soll ganz oben dran stehen. Aber schon jetzt die Vorwarnung, nicht auf Teufel komm raus, sondern nur dann, wenn es sehr gut aussieht. Also ich mag es schon ganz gerne, dass es deutlich aussieht, dann finde ich das hervorragend. Dafür will ich euch gerne mitnehmen auf eine Reise. Wir gucken uns verschiedene Titel an. Ihr dürft euch was wünschen. Und natürlich die Klassiker, die sollten wir natürlich sowieso anschauen, denn ich denke, dass da viele ihr Interesse da auch drin liegen haben. Bevor wir aber loslegen, ein, zwei Folien von ab, da müssen wir immer durch, aber ganz wichtig, nämlich einerseits den Risikohinweis. Traden ist nicht ohne Risiko, auch wenn das vielleicht so einfach aussieht. Ich möchte euch gar nicht auf den falschen Dampfer bringen, im Sinne von, ja, wenn ihr das hier genauso macht wie ich, könnt ihr nie wieder verlieren. Doch, doch, das geht ohne weiteres, kann ich euch versichern, dass ihr verliert, aber es werden halt hoffentlich immer nur wenige Verluste sein. Ihr müsst aber damit rechnen, dass ihr verliert. Also ist es ganz wichtig, dass ihr auch nicht zu große Einzelrisiken eingeht. Wie man das macht, das zeige ich euch dann natürlich, während wir hier Trades platzieren. Dann seht ihr ungefähr, wie wir da ticken. Dann ist sowas wie das Risk und auch das Money Management da schon inkludiert. Und das hat den Vorteil, dass wir natürlich nicht drunter leiden müssen, wenn wir mal falsch liegen, was natürlich immer vorkommen kann. Allerdings, auch jetzt schon gesagt, der Nachteil ist, dass man vielleicht ein bisschen weniger verdient. Aber was nützt es einem, wenn man immer ganz viel verdient und dann alle paar Tage, Wochen oder notfalls Monate ist dann alles Geld weg? Und ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, es gibt sehr viele, die ganz tolle Performance machen für eine kurze Zeit und dann nach so und so vielen Wochen, Monaten, notfalls auch sogar einigen Quartalen, dann aber komplett von der Bildschwäche verschwinden, weil das Risiko dann einfach doch zu groß war. Deshalb fallt da nicht drauf rein. Lasst euch nicht einlullen im Sinne von, das kann gar nicht schief gehen, ich brauche gar keine Absicherung, das ist total doof. Nee, rechnet immer damit. Wir müssen nicht ängstlich sein, aber wir müssen wissen, was wir tun. Traden ist da nicht anders, wie jede andere Berufsgruppe ebenfalls auch. So, ein zweiter Hinweis noch auf meine aktive Tätigkeit. Ich habe vorhin noch Trades reingestellt in den Markt und mache das natürlich entweder selber oder mein Team natürlich immer wieder. Und dementsprechend bin ich ja schon involviert. Das heißt, ich habe einen möglichen Interessenskonflikt. Na, glaubt er wirklich, der wird uns ernsthaft einen Short empfehlen, wenn er schon gekauft hat? Ja, dieser Interessenskonflikt kann bestehen, aber wir werden das durchaus aus mehreren Blickwinkeln uns anschauen, die Marktsituation. Und dann könnt ihr, sollt ihr zu der Entscheidung kommen, die für euch die richtige ist. Also das ist ganz wichtig. Denn häufig gibt es sogar beide Richtungen. Wir haben eben gerade noch was angeguckt, wo wir eigentlich überlegt haben, Mensch, kann man da nicht shorten beim Euro gegen US-Dollar zum Beispiel? Und dann habe ich aber ganz viel über die Long-Seite nachgedacht. Ja, wir gucken uns das gleich gerne mal an, dann können wir mal schauen. Vielleicht gibt es auch ein anderes Beispiel, wo wir uns der Sache ein bisschen nähern können. So, den Rest überfliegt ihr jetzt selber nochmal schnell, dass ihr so einen groben Eindruck habt. Wichtig für mich noch, legt euch nicht zu sehr auf einen einzelnen Markt fest. Viele machen den Fehler und sagen, nee, ich handle immer den DAX, fertig, Punkt. Nichts gegen den DAX, den kann man mögen oder eben auch nicht. Kann auch der Dow sein oder für unsere Schweizer Freunde eben der Swiss Market Index sozusagen. Alles gut, aber legt euch nicht zu sehr auf einen Markt fest, sondern handelt das, was im Moment wirklich ein gutes Signal bietet. Das ist aus meiner Sicht ganz wichtig. Lasst euch da nicht einlullen von wegen, nein, nein, ich mache immer nur den. Dann handelt man häufig die zweit- oder drittbesten Trading-Situationen und die gehen dann auch häufig in die falsche Richtung. Lieber die, die etwas besser aussehen und dann, oh, wenn es da doof aussieht, wo ich gerne trade, wechsle ich halt auf irgendein anderes Instrument, auf einen anderen Markt. Ob das eine einzelne Aktie ist, gucken wir uns gleich mit Sicherheit an. Ich weiß schon mindestens eine Frage gleich, was wir uns angucken müssen. Oder eben sei es Währungen, sei es die Indizes, Rohstoffe sowieso und so weiter.
So, das Gleiche gilt für die Haltezeiten, aber da erzähle ich euch wahrscheinlich nichts Neues und deshalb wechseln wir mal auf das, was uns am meisten interessiert, nehme ich mal an zumindest, und das hat mit Sicherheit mit dem Chart zu tun. Und wenn jetzt alles gut geht, dann treffe ich auch hier die richtigen Knöpfe. Und dann müsstet ihr jetzt den Chart sehen. Und zwar in dem Moment den DAX. Im DAX will ich gar nicht so richtig viel was dazu sagen, denn das übergeordnete Bild, das mache ich ja immer in meinen übergeordneten Videos. Guckt euch das in meinem YouTube-Kanal an. Das müssen wir jetzt nicht machen. Wir sind ja im Live-Trading eher dann auf der kürzeren Ebene. Nicht notwendigerweise, wir können auch was Längerfristiges. Aber hier habe ich jetzt keinen sinnvollen Einstieg mehr. Also entweder man war hier schon irgendwo reingekommen oder ist noch mal reingekommen hier zum späteren Zeitpunkt. Aber jetzt an der Stelle macht das wenig Sinn. Da müsste man schon auf eine sehr kleine Zeitebene gehen, zum Beispiel im 5-Minuten-Chart. Das geht natürlich jetzt auch noch, aber da muss ich sagen, um 18.36 Uhr muss ich nicht im DAX noch aktiv werden. Dann gehe ich lieber auf die Amerikaner, denn die sind noch hellwach, während die Deutschen schon langsam schläfrig. Naja, gut, wollen wir denen nichts andichten. Aber der Markt hier, die Messe ist gelesen, wie man so schön sagt. Dann lieber auf den amerikanischen Markt gehen, was das Kürzerfristige angeht. Das können wir auch mal schnell machen. Machen wir das mal so als Überblick. Das finde ich sowieso immer schön. Immer dann, wenn ich an den Markt rankomme, mache ich mir immer so einen kleinen Überblick. Wie sieht's aktuell aus? Haben wir da irgendwo eine Situation? Man erkennt es ja manchmal schon sehr leicht. Ich mache mal eins, damit wir warm werden mit der Situation. Das ist hier zum Beispiel etwas, was ich grundsätzlich sehr schön finde. Das ist jetzt in der Vergangenheit. Ich will euch jetzt nichts Altes zeigen. Guck mal, da wäre ich reich geworden. Aber damit ihr euer Auge schon mal daran gewöhnt, was eine schnelle Bewegung ist, was eine wackelige Bewegung ist und die Erwartungshaltung, dass die sich nochmal fortsetzt. Das ist, hier habe ich das jetzt gerade so eben gesehen. Das war jetzt heute im Laufe des Vormittags, Mittags. Ich kann euch jetzt schon sagen, ich persönlich habe es nicht umgesetzt, weil ich zu dem Zeitpunkt nicht am Rechner war. Ich musste andere Sachen in dem Moment erledigen. Ich hoffe, dass es einer aus meinem Team gemacht hat. Ich weiß es nicht, aber völlig unabhängig davon, ob oder nicht, das ist im Einzelfall völlig wurscht. Das ist eine Optik, die euch ins Auge fallen sollte, wenn ihr sowas seht. Wann immer ihr eine starke Seite seht, die abgelöst wird von einer schwachen Seite, dann habt ihr ein ganz gutes Zeichen, dass sich die starke Seite zumindest noch mal ein bisschen fortsetzt. Ja, also das wäre etwas. Man muss noch ein bisschen die Augen drauf halten. Ich habe hier noch mal ein anderes Beispiel. Da hatten wir doch hier auch sowas, eine starke Aufwärtsbewegung und hier hatten wir so eine A, B, C. Es ist ja nach oben gegangen, aber warum ist das dann nicht so weit nach oben gegangen? Wenn ihr euch mal diese Bewegung, diese Abwärtsbewegung anguckt, die ist ja nicht vergleichbar mit so einer. Die ist ja viel größer. Die ist eher vergleichbar mit dieser hier. Also, machen wir es nochmal neu hier. Also diese hier. Das heißt, wir sind hier eher in so einer 1, 2, 3, 4 und dann die 5. Und nach der 5 kommt halt erstmal Pause. Und nach der Pause geht es dann erstmal ein gutes Stückchen weiter. Ja, also nur, dass ihr dessen euch so ein bisschen bewusst werdet. Ah, okay, es kommt nicht nur auf die Form an, es kommt auf die Größe an, es kommt auf die Reihenfolge an. Wo sind wir da jetzt aktuell? So, jetzt sind wir hier tapfer nach oben marschiert. Das ist jetzt, wie gesagt, der 5-Minuten-Chart. Kann man da jetzt irgendwie was machen? Wie kann ich das jetzt entdecken? Worauf ich jetzt gucke, haben wir irgendwo eine steile Bewegung? Eine steile Bewegung ist idealerweise entweder so aussehend oder mit Rücksetzern, die möglichst sich nicht überschneiden. Also, dass es sich gar nicht überschneidet, muss nicht sein, aber je weniger es sich überschneidet, umso besser ist es. So, und wenn ich mir diese Aufwärtsbewegung hier mal angucke, dann sehen wir, dass wir hier doch eine ganze Reihe auch kleinere Kursüberschneidungen haben. Dann mal eine größere, dann wieder viele kleinere Kursüberschneidungen, wo ich sage, das ist, so traurig das ist, aber alles nichts, mit dem ich irgendwie was anfangen kann, wo ich sagen kann, das muss ich jetzt unbedingt handeln. Zumindest jetzt nicht auf dieser Zeitebene finde ich das nicht sehr, sehr attraktiv. Und da seht ihr hier beim Dow, beim US-30, hätte ich in dieser Situation so gut wie nichts. Ich will nicht sagen, dass nicht vielleicht irgendwo was dazwischen. Der hier war vielleicht gar nicht so schlecht. Der ist ein schöner Schub. Das ist wackelig runter. Ja, ich mache nochmal hier, das hier von da nach da. Ist ein schöner erster Schub. Und dann haben wir hier was Wackeliges runter und dann eben die Fortsetzung. Das war etwas. Ich glaube, das war das, was ich heute mit der verpasst habe. Irgendwas habe ich vorhin gesehen. Das, was ich euch eben gezeigt habe, ist schon ein paar Tage her. Irgendwie hatten wir da was, was ich aber auch erst im Nachhinein dann gezeigt bekommen hatte. So, auf jeden Fall ist das eine
Idee, wie wir uns der Sache nähern. Im Moment sind wir in der Abwärtsbewegung. So, erste Frage, abwärts. Also abwärts sieht so aus, wenn es eine scharfe Bewegung ist, oder sieht so aus, wenn es eine scharfe Bewegung ist. So, jetzt können wir mal gucken, kriegen wir das jetzt gerade? Dann haben wir eine 1, dann haben wir so eine Gegenbewegung, dann das. Ja. Vielleicht müssen wir mal gucken, ob das sich überschneidet. Ja, im Zweifelsfall können wir hier auch mal auf Minute gehen. Es geht nicht darum, dass wir das zwingend auf Minute handeln. Es geht mir darum, dass ich Details sehen kann. Ja, damit ich hier, umso mehr ich sehen kann, ah, ist das hier vielleicht ein scharfer Anstieg, eine A, B, C runter, eine Fortsetzung beispielsweise. Was ist die schwächere Seite? Wo ist die stärker korrekturmäßig? Zum Beispiel hier, machen wir gerade mal das Gegenbeispiel. Und diese Bewegung, da war ich auf der Suche nach einem Short, weil die ist sehr stark. Wenn der jetzt hier eine ABC-wackelige Geschichte macht, definitiv eine Shortseite. Er hat aber nichts Wackeliges gemacht, also konnte ich leider nicht short gehen. Gibt's keine Situation dafür. Ja, aber wenn er an der Stelle wackelig hoch und ich das gesehen hätte in dem Moment, wäre das für mich der Short mit der Idee der Fortsetzung. So, was haben wir jetzt hier? Wir sind abwärts, aber wir sehen, wir sind wieder überschneidend. Das heißt, im Moment ist Short nicht mein Lieblingsthema. Das sieht schon wieder korrektiv aus. Das heißt, ich bin eigentlich eher auf der Long-Seite unterwegs. Ja, ich habe ja schon angedeutet, diese Long-Seite ist jetzt nicht super toll mit den vielen, vielen Pausen und Rücksetzern, die wir dazwischen drin haben. Und auch hier, dieses Hoch, dieses Tief, schon wieder eine Überschneidung. Aber vorläufig ist die Aufwärtsseite für mich die bessere. Und wenn er jetzt sogar ein bisschen wackelig runterkommt, also hier ist er zwar runtergekommen, aber sehr wenig wackelig, das wäre für mich zu wenig gewesen, da hätte ich definitiv keinen Einstieg gefunden. Ja, hätte er mir hier eine A, B, C gemacht, wäre das für mich definitiv trade-typisch gewesen. Ich sag's mal bewusst so, also ich verpasse solche Sachen auch regelmäßig, kann nicht auf allen Märkten, auf jeder Zeiteinheit und so weiter gucken, deshalb sind wir ja im Team, aber man hat ja so ein Auge auf seine Lieblingszeiten. Ich handle jetzt Minute nicht typischerweise. Aber wenn ich das gucken würde und wenn ich das, wäre das etwas, wonach ich gucke. So, jetzt kriegen wir genau das nächste wieder. Geil. Was wir brauchen, ist das. So, den lassen wir jetzt ein paar Minuten, denn wir brauchen ja diese Seite. Wie lange wird die dauern? Naja, wir sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kerzen nach oben. Dann werden wir sicherlich auch 5 Kerzen mindestens nach unten brauchen, damit wir diese Struktur haben. Vielleicht sind es sogar noch mehr. Das heißt, 5 Minuten lang kann hier passieren, was es will. Ich finde hier keinen Trade, weil ich brauche ja diese Korrektur. Die muss übrigens nicht hier stattfinden. Es kann sein, dass er erst das macht und danach erst das. Ja, also das ist nicht gesagt, dass es jetzt an diesem Niveau tatsächlich passiert. Das werden wir dann nachher sehen. Aber wir gucken gleich nochmal drauf in wenigen Minuten, ob er irgendwie sowas macht. So lange kann er jetzt erstmal alleine. Wenn ich ehrlich bin, er muss alleine. Ja, ich kann da jetzt auch eine Stunde drauf gucken, aber dadurch wird das ja nicht besser. Insofern muss ich das nicht, kann ich dann lieber woanders hingucken, wo das besser ist. Natürlich sind die Amerikaner sehr ähnlich, deshalb machen wir die jetzt so ein bisschen im Schnelldurchlauf und gucken dann, welcher ist dann besser. Ihr seht es nochmal, ich mache das immer auch bewusst als Augentraining. Diese Bewegung und diese Bewegung, so ganz grob jetzt. Ja, dann haben wir eher die Erwartungshaltung, dass es nach oben geht nochmal. So, genau darauf warten wir jetzt hier wieder, dass wir das hier hochbekommen. Ja, jetzt sind wir hier vielleicht so einmal klein runter, kann ja auch so aussehen, hier so ganz klein und dann hier A, B, C oder mehrfach wackelnd und dann eben die Fortsetzung. Ja, vielleicht können wir da gleich sogar so einen winzigen Trade mal machen. Winzig deshalb, weil es auf Minutenbasis ist. Eigentlich nicht unbedingt mein Liebling, aber zum Gucken mindestens mal in Ordnung. Warum ist nicht mein Liebling? Die funktionieren grundsätzlich genauso gut wie auf Stundenbasis. Aber im Detail hat man mehr Verschnitt, weil es gibt hier einen kleinen Unterschied zwischen An- und Verkauf. Das ist natürlich teilweise durch die, es gibt keine Gebühren, also gibt es da einen gewissen Spread, erzähle ich euch nichts Neues, der das Ganze ausweitet. Aber es gibt natürlich auch den natürlichen Spread am Markt, also einen gewissen Mindestabstand. Und der spielt halt bei den kleinen Trades eine größere Rolle. Das heißt, der Verschnitt ist etwas größer, als wenn man die größeren Zeitebenen angeht. Dafür hat man allerdings auch mehr Trades. Das heißt, man kann das in gewisser Weise wieder ausgleichen. Das ist auch ein bisschen Typfrage, wie aktiv man da sein will. So, schauen wir mal, was die Nasdaq macht oder der Nasdaq-Index macht. Da sind wir auch im 5-Minuten-Chart. Ist das eine schöne Korrektur hier? Theoretisch
Das ist eine schöne Abwärtsbewegung. Yep, das würde ich schon so sagen. Ist das eine schöne Aufwärtsbewegung? Die ist eigentlich grenzwertig am, ist das eine Korrektur oder ist es nicht? Ist sie überschneidend oder ist sie es nicht? Sie ist latent, nicht überschneidend. Ja, also man kann jetzt natürlich sagen, ach komm, ich mache einfach, ich gucke immer mit einem Auge zur Seite, ich schiele sowieso so halbwegs, ich mache das so, das ist mein Trigger und dann für die Abwärtsseite. Die Idee grundsätzlich ist nicht schlecht. So, jetzt müssen wir uns den Trade mal vornehmen. Wäre das ein guter Trade schon gewesen? Zwei Sachen, die mir dabei auffallen und die sind für mich relevant. Punkt 1 ist, das muss entweder ABC-mäßig sein oder es muss überschneidend sein. Also entweder A, B, C oder es muss so aussehen. Die Bewegung, die wir hier haben, wenn ich sie möglichst genau mal versuche nachzuzeichnen, ist genau nicht richtig überlappend. Die setzen so halbwegs aufeinander auf. Nicht so gut. Ja, ist nicht schlimm, ist kein Drama, aber sicherer wäre ich mir, wenn ich sowas bekommen würde oder eine ganz klare ABC-Geschichte. Ja, also das ist etwas, was ich besser fände. So, und jetzt Teil 2 der Überlegung. Teil 2 ist das CRV, das Chance-Risiko-Verhältnis. Wenn das hier mein Trigger wäre, wären wir hier jetzt schon short getriggert worden. Mein Stop liegt hier, beziehungsweise 78er, und mein Ziel liegt hier nochmal nach unten. Das heißt, mein Ziel liegt gefühlt da. Dann bin ich im CRV, im Chance-Risiko-Verhältnis, nicht besonders gut da aufgestellt. Das ist ungefähr eine 1:1. Nichts gegen eine 1:1-Situation, wenn ich eine sehr hohe Trefferquote erahnen kann, dann alles super. Aber ich habe ja schon gesagt, so ganz perfekt ist das nicht. Das heißt, wir haben Abzüge in der Trefferquote. Das macht's nicht so toll. Jetzt haben wir aber vielleicht ein Heilmittel, nämlich diese scharfe Abwärtsbewegung und diese sehr kleine ABC nach oben. Theoretisch kann man sagen, weißt du was, ich trade jetzt das. Das sparen wir uns aber jetzt bitte, wir sind auf Minutenbasis und das ist jetzt wirklich Feinmechanik, die wir hier haben. Da werden wir wahrscheinlich immer unglücklich werden. Ja, die Idee, die dahinter steckt, ist allerdings, dass wenn dieses hier, diese Wackelei fertig ist, dass wir dann dieses Teilstück dann vielleicht sogar nochmal mitnehmen können und vielleicht geht das ja sogar noch weiter im Sinne von einer ersten, einer zweiten. Und dann sind wir hier in der dritten, die dann auch wieder sich so fünffällig aufteilt. Abwegig halte ich das nicht, für abwegig halte ich das nicht, aber wirklich auf Minute hier, auf den winzigsten Zeitebenen, ich weiß es nicht genau. Na gut, müssen wir mal gucken, was der uns da gleich hinlegt. Vielleicht sind wir da ja gleich auch glücklicher, dass wir dann noch besser erkennen können, was er hier vorhat. So, jetzt haben wir ein paar Minuten gesprochen, jetzt gucken wir nochmal auf ihn. Ah, okay, er fängt jetzt an, eine Korrektur zu machen. Schub hoch haben wir. Wackelig runter brauchen wir. Bis jetzt haben wir auch leider im Minutenchart. Das ist ja so ein bisschen der Nachteil, aber man kann sich's halt nicht immer wünschen, was er dann am Dienstagabend 18:30 macht. Aber das ist die Schubseite. Wenn er jetzt eine ABC-Struktur und weil wir hier im Minutenchart sind, möchte ich sie schon einigermaßen deutlich haben. So wie hier, das ist eine deutliche Korrektur, A, B, C, gegenüber mehrere Minuten, das ist erkennbar. Ich würde jetzt nicht gerne wollen, hier das als Trigger benutzen. Im Tageschart würde ich das vielleicht noch akzeptieren, aber nicht auf Minute jetzt hier auf den winzigen Ebenen unterwegs sein. Das ist dann so ein bisschen kritisch aus meiner Sicht. Die Idee ist gut, aber es ist zu häufig, dass das nicht gut geht. Ich möchte euch nicht verführen, das entsprechend umzusetzen. So, jetzt sind wir auf der ersten Runde. Wir werden sicherlich 1-2 Minuten hoch, 2-3 runter brauchen. Wir können also noch mal was anderes angucken. Und einige hatten sich, wenn ich das richtig gesehen habe, Öl gewünscht. Ich gucke aber, dass ich von allen so ein bisschen was bringe. Also nicht traurig sein, wenn ich euch jetzt noch nicht genannt habe, im Zweifelsfall. Ich finde das schon. Also schreibt im Zweifelsfall, wenn ihr irgendwie einen Titel habt, weil einige schreiben sehr schöne Texte auch dazu. Da muss ich aber viel lesen, muss ich dazu gucken, wie ich dazu komme. Aber gucken wir mal Öl an. Denn Öl finde ich auch gar nicht so uninteressant aktuell. Und zwar, aus welchen Gründen finde ich Öl nicht uninteressant? Also Öl ist natürlich insgesamt interessant, ist gar keine Frage. Auch hier diese Abwärtsseite, ist die impulsiv oder korrektiv? Habt ihr eine Idee? Ja, also so sieht eine impulsive Bewegung aus, so sieht eine korrektive Bewegung aus. Die Erwartungshaltung ist, dass sich danach die Trendrichtung nochmal weiter fortsetzt. So, wenn ich mir das angucke hier, das ist keine impulsive Abwärtsbewegung. Ich muss allerdings dazu auch sagen, die Aufwärtsbewegung ist auch nicht besonders impulsiv.
Ja, am liebsten habe ich das, wenn die schwach ist, also korrektiv, und die stark ist. So, und jetzt sagt ihr mir mal, was ist das hier für eine Bewegung? Ist sie korrektiv oder impulsiv? Im Zweifelsfall guckt mal so ein bisschen die Gegenbewegung. Ja, und auch der hier jetzt hier wieder, das ist alles überschneidend. Das ist keine Impulsbewegung. Ja, dass es in Teilen manchmal Impuls ist und Korrektur oder hier im Kleinen so alles touché. Aber insgesamt ist die Aufwärtsbewegung auch nicht so richtig der Burner. Was ich aber gar nicht so schlecht finde, wir sind da jetzt wirklich im Moment auf einer sehr kurzen Zeitebene. Ich weiß gar nicht, ob ich das so toll finde. Aber weil es optisch zumindest ist eine gute Übung jetzt. Da müssen wir mal gucken, ob wir das dann umsetzen. Wir werden da gleich mal gucken, ob das so sinnvoll ist. Aber genau das ist etwas, was ich per se gut finde. Eine Aufwärtsbewegung, die relativ steil ist. Und was wir bräuchten, wäre jetzt so eine A, B, C. Ihr seht, da fehlt noch was. Wir sind noch zu früh. Wenn er mir das hinlegt hier, dieses Muster, dann wäre das hier der Trigger für die Long Side. Also, vielleicht schaffen wir es hier gleich auch noch eine Order reinzustellen hierzu. Ja, den merken wir uns auch gleich mal vor. Also, Öl müssen wir uns gleich immer mal wieder angucken. Und den müssen wir uns immer mal angucken, ob der uns sowas macht. Ah, guck mal hier, das sieht schon so halbwegs aus. Wenn er es richtig schön machen will, kommt er nochmal einmal tiefer und dann wäre das der Trigger für die Long-Seite. Ja, das kann ich nicht sagen, ob er das tut. In die Zukunft gucken kann ich genauso wenig wie alle anderen Menschen auch. Aber wenn er das jetzt machen würde, dann hätten wir hier ein wunderschönes Niveau, um zu sagen, das ist ein Anstieg, das ist eine ABC, das ist mein Trigger für die Long-Seite, meine Erwartungshaltung, dass wir das kriegen. Ja, ja, aber wenn wir so knapp vor dem Hoch sind, dann holen wir uns das auch noch. Da bin ich mir dann auch relativ sicher. Aber ihr seht schon, ich bin da picky. Ich lasse mich nicht auf alles ein. Den will ich sehen. Und wenn er mir den nicht gibt, dann verpasse ich das. Deshalb kann er trotzdem steigen. Und ich bin halt nicht mit dabei. Das Problem ist, die Wahrscheinlichkeit ist dann unübersichtlicher, dass das dann tatsächlich auch passiert. Und deshalb lasse ich diesen Trade dann weg. Wohlweislich, dass ich manchmal so einen Anstieg verpasse. Das ist nur schade, wenn man es dann im Nachhinein sieht, aber auf der anderen Seite, dann muss ich halt eine andere Situation sehen. Macht er mir nochmal den runter, dann ist diese Struktur schön zu erkennen. Und dann ist auch das hier ein wichtigerer, ein schönerer, ein besserer Einstieg. Ja, also im Moment sieht es so aus, er bettelt ein bisschen rum. Wohlgemerkt, achtet ein bisschen drauf, Minute ist immer ein bisschen, also ihr solltet, das ist mehr jetzt, damit ich mit euch das Muster erkläre, weil das Muster ist auf Tagesbasis genauso, nur ihr könnt euch vorstellen, da brauchen wir halt 5 Tage, bis wir hier diese Abwärtsbewegung haben. So lange wollen wir das Webinar nicht laufen lassen. Deshalb ist das jetzt zum Mitverfolgen natürlich toll, aber mein Tipp, Minute eher sparsam einsetzen. 5 Minuten kann man ganz gut handeln, 15 sowieso und Stunde, das ist dann auch alles unkritisch. Aber Minute, da habt ihr mehr Verschnitt, wie gesagt, und mehr auch unter den Unterschied zwischen An- und Verkauf gegebenenfalls zu leiden, weil das gegebenenfalls dann, auch wenn das natürlich wenig ist, aber aufgrund der Kleinheit dieser Bewegung dann doch einen relativ großen Anteil dann einnimmt. So, jetzt komm, schwing deinen Hintern dahin. Gehen wir einmal runter und danach triggern, lassen wir uns da. Das wäre jetzt eigentlich ganz schön. Das Tolle ist, wenn ich jetzt weggucke, wenn ich jetzt was anderes mit euch durchgehe, dann weiß ich ganz sicher, was er machen wird. Dann geht er da hin und wenn wir wieder gucken, ist er da oben. Aber da es ja Live-Trading ist, muss ich auch einen Trade platzieren, sonst heißt es ja, du hast ja nichts gemacht. Ja, das ist auch übrigens ein Grund, warum ich persönlich auf Minute nicht zwingend empfehle, weil man dann die ganze Zeit immer glaubt, sich zu versklaven vor dem Rechner. Ich finde eine gute Zeiteinheit, so 5 Minuten, 15 Minuten, das ist immer noch ein schneller Handel, aber man hat notfalls auch noch mal Zeit, zwischendurch mal Luft zu holen, noch mal genau zu gucken, sich auf den zweiten Markt zu konzentrieren oder sowas. Man muss nicht alle Fokus auf ein Ding dann eben legen. Und wie gesagt, die Effizienz steigt, weil man diese Nachteile mit dem Ankaufs-Verkaufs-Spread nicht ganz so groß hat. Die spielen dann im 15-Minuten-Chart kaum noch eine Rolle oder im 5 Minuten auch nicht mehr so viel wie im Minute. Da ist es halt häufig am meisten. So, also insofern, ach komm, müssen wir mal gucken. Ich gebe ihm noch mal 1-2 Minuten, dann schauen wir mal, ob er das macht. Das wäre mir am liebsten. Natürlich kann man auch sagen, das ist schon eine Korrektur. Ich gehe da jetzt schon long. Aber die Aussagekraft wäre noch höher, wenn er da unten hingeht.
und dann nach oben geht. Das ist übrigens noch nicht rum. Ja, es kann auch sein, dass das so aussieht. Ja, also auch jetzt ist das noch nicht. Nur gut, wenn er da hochkommt, ja gut, dann ist dieses Szenario erstmal vom Tisch, blöderweise. Ich hoffe aber, dass es so ein bisschen nachvollziehbar ist. Theoretisch könntet ihr sogar die noch kleinere Geschichte hier handeln. Nämlich, dass ihr sagt, das hier und das. Aber das ist jetzt reine Theorie. Bitte nicht nochmal eine Stufe kleiner gehen. Aber die Idee ist ja, wackelig hoch wieder und dann nochmal runter. Und dann haben wir genau dieses ABC, was wir dann hierfür eben gerne hätten. Na gut, also ihr seht, worauf das Ganze hinausläuft. Den gucken wir uns gleich wieder an. Der muss jetzt halt gucken, wie er ohne zurechtkommt. Schauen wir mal an, was Öl gemacht hat. Ihr seht, ich bin völlig in Stress jetzt hier. Es ist natürlich eine gewisse Korrektur. Ich mag es nur eine Stufe deutlicher auf den kleinen Ebenen. Naja, also wer wirklich ganz viel Druck hat, kann natürlich überlegen, ob man da schon long gehen kann. Stichwort dazu ist Tiefpunkt, Hochpunkt. Der Rücksetzer sollte ungefähr bis zur 38er gehen und dann wäre das hier sozusagen der Trigger. Aber das wollen wir jetzt gar nicht erst anfangen. Das warten wir jetzt mal ab. So, jetzt haben wir ein paar, die wir im Petto haben. Da müssen wir gleich immer mal rüber switchen. Jetzt gucken wir mal, Gold gucken wir uns auch noch gleich an. Jetzt gucken wir mal ein paar Wünsche von euch erst nochmal. Gold war natürlich auch ein Wunsch, aber was ihr so gesagt hattet, wechsle ich mal und dann kommen wir gleich wieder hier zurück. Neue, was hattet ihr denn da? Natural Gas hat sich jemand gewünscht, können wir nochmal eben angucken. Ich muss sagen, ich hatte hier eigentlich eine ganz andere Intention, nämlich, dass wir hier einen Schub nach oben haben. Und mein Wunsch war eigentlich, dass wir jetzt hier wackelig runterkommen. Und dann hättet ihr erahnt, was ich gemacht hätte. So, da seht ihr, dass meine Wünsche genauso wenig in Erfüllung gehen wie bei anderen Menschen auch. Das Einzige ist, wenn ich sowas sehe, so eine Schubbewegung und dann eine ABC als Gegenbewegung, ja, dann ist das halt ein Klassiker, dass das eben passiert. Jetzt hat er das aber nicht wackelig runtergemacht. Na gut, dann halt nicht. Jetzt macht er aber was Neues Schönes. Jetzt geht er halt steil runter. Ich habe einen neuen Wunsch. Nämlich, wenn er jetzt das macht, habt ihr eine Idee, dass ich das für ein Short Entry nutzen würde. Ja, wie passt das in das gesamte Bild? Na gut, da verlängert sich halt diese Korrektur. Ist mir egal. Kann man ja später auch wieder long gehen, wenn er dann wieder nach oben triggert. Aber im Moment, so der letzte Arm hier im Stundenchart ist abwärts. Steil. Was soll ich machen? Ja, so. Und der letzte Arm hier ist auch steil. Theoretisch könnte ich auch nach wackelig runtersuchen, um nochmal diesen Long zu machen. Mitzunehmen. Und der würde dann wieder genau das, zack, 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 Trigger hier für die Short-Seite. Das wird allerdings wohl nichts, was wir heute noch miterleben, das ist auf Stundenbasis. Aber das ist etwas, was ich sehr schön finde. Also achtet drauf, wer die Energieversorger gerne mal hätte. Wenn ihr das seht, vielleicht nachher noch, also in den nächsten Stunden, dann habt ihr das, dann wäre das der Trigger und unsere Erwartungshaltung ist, dass sich das nochmal einmal hier hinten fortsetzt. Und ob es dann weitergeht oder ob er dann dreht, ja, das weiß ich auch nicht. Ja, aber dass wir das, was wir hier vorne haben, könnt ihr relativ leicht messen, wenn ihr sagt, okay, ihr nehmt hier, warte mal, aufheben, so das hier, ihr sagt, von da nach da messe ich. Und das Hoch liegt dann vielleicht hier, das weiß ich ja noch nicht, wo das liegt. Dann habt ihr hier die 100er Marke, die gleiche Länge, die wir da haben, kriegen wir da nochmal. Also der Punkt ist geraten, das ist in Anlehnung quasi an, wenn wir jetzt das in etwa kriegen würden von der Höhe. Na, das weiß ich aber nicht, kann ja sein, das ist noch anders. Es kann ja sein, dass der schon länger ist, dann wird der hinten auch vielleicht länger und so weiter. Was passieren kann, ist, dass er jetzt das macht. Gut, das ist nicht verwechselbar mit dem, das heißt, ich gehe da nicht short, sondern warte, dass er das macht, um dann long zu gehen. So, aber lange Rede, kurzer Sinn. Machen kann ich jetzt hier nichts, außer gucken, ob er mir dieses Ding präsentiert und mich da triggert. Wir gucken mal weiter. Ich will ja möglichst viel mit euch angucken und ihr stellt ganz viele Fragen, das finde ich super. Nur muss ich da natürlich auch antworten, sonst sagt ihr auch, den Kerl kann seine Pfeife rauchen. So, machen wir das mal weg hier. So, säubern, nee, säubern und das da. So, so was haben wir noch auf der Liste? Ball hattet ihr euch gewünscht. Ballkorb. Da hatte ich, letztens hatte ich die bei mir auf meiner To-Do-Liste. Ich weiß allerdings nicht mehr genau nach welchem Ansatz. Ah, das ist zum Beispiel eine Geschichte, die sieht doch gar nicht so schlecht aus. Sehr schön. Ich weiß jetzt nicht genau, auf welcher Ebene. 4-Stunden-Chart. Ja, das ist Stundenchart, aber ich glaube, es geht ums Gleiche.
Sehr schön. Wallcorp können wir sogar, komm, da können wir sogar jetzt direkt einen Trade mal machen. Sehr schön rausgesucht. Vielleicht war das deshalb der Grund, warum ich das auf der Liste hatte. Das ist ein schöner Anstieg hier, wackelig nach unten, das zählt. Es wäre natürlich noch ein bisschen schöner, wenn der noch ein bisschen tiefer gehen würde hier. Dann hätten wir noch ein bisschen mehr diesen Symmetriegedanken, dass wir hier dieses A, B, C haben. Ja, dann wäre das mir noch eine Stufe lieber. Aber muss ja nicht unbedingt sein. Das ist aber auf jeden Fall ein möglicher Trigger für diese Long-Seite. Das ist eine mögliche Korrektur hier. Und wenn diese zu Ende ist, und das wären eben klassischerweise die Zwischenhochs, dass sich diese Bewegung nochmal fortsetzt. Stop hier drunter. Respektive, einige wissen das, wir machen die 78er, zeige ich euch gleich, wie ihr auf die kommt. Und die Erwartungshaltung, dass sich das da hinten nochmal fortsetzt. So, gesagt, getan. Gehen wir mal in Medias Res. Was müssen wir tun? Als erstes messe ich mal, wie lang war der Rücksetzer, einfach damit ich weiß, mit was ich zu tun habe. Weil ich mag immer gerne, dass der Rücksetzer irgendwo 38 bis 61,8, also da reinläuft. Hat er geschafft, gefällt mir super. Also insofern, erste Teilaufgabe hat er erfüllt. Mein Ziel für die Überlegung ist, dass sich das, was wir hier haben, die erste Bewegung, da hinten nochmal wiederholt. Es kann mehr werden, es kann manchmal auch ein bisschen weniger sein, aber so diese 1:1 Projektion ist relativ typisch. Also dass er das nach oben nochmal verlängert. Das ist gar nicht so unrealistisch. Ja, das, insbesondere wenn es die erste Welle ist. Kurze Frage, ist das denn hier die erste Welle? Ja, der Kurs kam von oben runter. Also war das ein echtes Tief. Das ist also, was auch immer hier begonnen hat, eine erste Welle. Genauso wie das eine erste Welle war nach dieser Abwärtsbewegung in diesem Gesamtbild. So, wir haben die erste, das wäre dann die zweite und dann die dritte Bewegungswelle. So, nehmen wir mal an, das Ding ist zu Ende, dann wäre das hier ein möglicher Trigger für die Long-Seite da an der Stelle. Es gibt noch mehrere Varianten. Wir könnten beispielsweise auch sagen, komm, kann man das nicht noch schöner machen? Warte mal, ja, das nochmal weg hier. Kann man das nicht noch schöner machen, dass man hier sogar noch eine Ebene kleiner handelt, wenn er jetzt nochmal hier wackelig runterkommt, das dann zu handeln? Ja, hat er hier auch gehandelt. Da war die blöderweise nur sehr lang, dann hier das Gewackel und danach die Fortsetzung. Ja, im Prinzip genau das Gleiche nochmal. Nur das wollen wir jetzt nicht machen. Wir wollen auch mal Nägel mit Köpfen machen. Das heißt, wir setzen jetzt eine Order rein, die quasi beim Bruch dieser Hochmarke dann sagt, dann gehen wir long. So, damit haben wir unseren Entry, der liegt da oben. So, jetzt brauchen wir aber noch was, nämlich den Stop. Und für den Stop gibt es verschiedene Varianten. Einige sagen, den Stop, den muss man doch hier drunter legen. Das ist gar nicht so schlecht, weil wenn er da drunter geht, haben wir weiterhin fallende Hochs, fallende Tiefs. Das wollen wir ja eigentlich nicht. Ja, also insofern kann der Stop hier drunter liegen. Der weiteste Stop ist hier, der hat aber am schlechtesten CRV, den will ich jetzt im Moment gar nicht bringen. Behalten wir mal das im Auge. Jetzt gibt es einen Trick, wie man das Ganze ein bisschen verbessern kann. Nämlich, indem wir Fibonacci-Folge, machen wir nochmal, von dem tiefsten Punkt nicht hier den Stop hinlegt, sondern wir erlauben ja Rücksetzer. Also wenn es einen Anstieg gibt, gibt es ja immer wieder Rücksetzer. Aber diese Rücksetzer sollten ja nicht zu groß sein. Ich hatte ja eben erwähnt, der Rücksetzer sollte so bis zu 38 bis 61er laufen, aber eben nicht mehr da drunter. Das heißt, ich kann den Stop auch hier hin platzieren. Das heißt, ich messe vom Tiefpunkt bis zu meinem Einstiegspunkt. Das ist das ein bisschen höher, Millimeter höher, bis ich dann drin bin sozusagen. So, das heißt, ich habe jetzt alle meine Marken zusammen. Ich weiß, wo ich reinkomme, da. Ich weiß, wo ich wieder raus will, hier. Und ich weiß, wo mein Gewinnziel ist, da. So, und jetzt klicken wir mal darum. Hier oben auf das Symbol, da kriegt man immer eine ganz gute, also kann man immer am einfachsten seine Orders platzieren. Einstieg haben wir gesagt, da. Wenn er da drüber geht, super. Machen wir ungefähr so. Stop ist hier unten drunter, brauche ich nur einmal draufklicken, dann habe ich hier die Stop-Marke, zack. Und mein Target ist hier die grüne Marke, zack. So, da kriege ich nochmal ein kurzes Pop-up hier, wo ich dann nochmal das gegenchecken kann und nochmal ein bisschen nachtreten muss. Hier sehe ich zum Beispiel, dass ich in dem Fall 481 riskiere. Oh, finde ich zu viel. So viel will ich nicht riskieren. Legt euch fest, wie viel ihr riskieren wollt. Ein Klassiker ist so 1%. Ja, darf auch weniger sein, aber 1% ist schon mal gar nicht so schlecht. Wir haben jetzt hier knapp 9.000 drauf, das wären dann quasi 90. Wer jetzt schon länger mit dabei ist, weiß, dass ich eigentlich hier immer 70 mache als Risiko, das ist so ein Standardrisiko.
was wir uns hier mal festgelegt haben. Machen wir mal 15 Stück. Wenn ich 15 Stück kaufe, dann habe ich 72 Euro Risiko. Ich bin also etwas unter 1%. Ihr könnt auch sagen, ich mache immer 1%, das ist auch in Ordnung. Dann würdet ihr jetzt 88 akzeptieren, das wäre dann vielleicht 17, 18, so. Können wir jetzt auch machen, das ist jetzt nicht wirklich kriegsentscheidend. Aber legt euch auf eine Größe fest und das ist dann euer Risiko, was ihr pro Trade eingeht. Wenn ihr sagt, ach, ich ärgere mich total, wenn ich 80 verloren habe, dann ist es zu viel. Ihr dürft euch nicht ärgern. Das ist eine Größenordnung, wo ich sage, pff, ja, wenn sie weg sind, sind sie weg. Fertig. Das ist mein Einsatz, den ich habe. Ja, also wenn ihr euch über einen Verlust ärgert, dann ist und sagt, ach, jetzt ärgere ich wieder so viel verloren, dann ist eure Verlustgröße zu groß. Ja, es muss so sein, dass ihr bei jedem Trade sagt, ist doch egal. Ne? Früher oder später kriege ich das wieder. So, in meinem Fall, wir lassen es jetzt, von mir aus ändern wir das jetzt, dass wir immer 1%, das ist vielleicht immer einfacher, dann haben wir es besser erklärt. So, 86, das passt ungefähr hier mit dem überein, das ist mein Risiko. So viel riskiere ich bei dem nächsten Trade. Meine Gewinnseite wären dann 201. Wie ist die bestimmt? Ja, weil ich den Take Profit, den kann ich hier manuell noch verändern, aber ich habe ihn ja hier oben hingelegt. Das heißt, ich verdiene jetzt hier 2,5 Mal ungefähr. Ja, ziemlich exakt sogar. 2,5 Mal so viel, wie ich riskiere. Ich denke, das kann man eingehen. Ist natürlich jetzt ein Trade, der nicht heute Abend mehr ins Ziel läuft. Das wäre jetzt sehr cool, wenn er das machen würde. Aber er hat alles, was wir wollen. Bestätigen, zack, damit haben wir einen Trade gemacht. Der Ball ist am Rollen. Naja, Ballkorb eben. Also ihr seht, das ist eine wunderbare Trading-Situation, ein ganz klassisches Muster und mir ist es völlig wurscht. Viele sagen, ja, aber wieso denn so eine Aktie? Das interessiert doch keine. Mir ist die Aktie völlig schnuppe. Mir ist auch egal, ob es der DAX ist oder der Dow oder der was weiß ich was. Ich bin an dieser Preisdifferenz. Eigentlich bin ich an den 200 Euro interessiert. Mit was? Ja, wenn man mir gesagt hätte, Rüdiger, hier, komm, willst du 200 Euro haben? Kriegst du. Hätte ich die auch genommen notfalls. Ja, also mir ist das tatsächlich wurscht, wo das passiert. Ich brauche halt eine Situation, die so aussieht. Also legt euch nicht so sehr fest, ja, aber ich interessiere mich nicht hierfür. Also das könnt ihr machen, wenn ihr ein Investor seid. Dann interessiert ihr euch für das Unternehmen und sagt, wir haben auch harte Jahre durchgestanden. Telekom bei 100 gekauft. Ja, sie kommen langsam wieder. Wer sich erinnert, kannst ja reinschreiben. Also nur, dass ihr so ungefähr wisst, womit ihr es zu tun habt, lasst euch da nicht einlullen, kenne ich nicht den Titel, mache ich nicht. Es ist jetzt keine Empfehlung, dass ihr den machen sollt jetzt. Ich kann euch nicht sagen, ob der dahin geht. Ich kann euch aber sagen, wenn ich 10 dieser Trades mache, habe ich mehr auf dem Konto als vorher. Ja, ich weiß aber nicht, ob dieser jetzt ins Ziel geht. Kann auch sein, dass der irgendwo ausgestoppt wird oder also hier ausgestoppt oder im Nachziehverfahren. Nachziehen können wir ein andermal intensiver besprechen. Eine Methode, die mir jetzt spontan einfällt, ist gut. Ich mache das ja durchaus hin und wieder mal. Aber das ist Parabolic SAR. Da sehe ich aber, der ist im Stundenchart viel zu eng hier vorne gewesen. Wenn er da vorne aber schon zu eng ist, wieso glaube ich, dass der hier funktioniert? Also kann ich den nicht im Stundenchart nachziehen, vielleicht in 4 Stunden. Ist auch noch zu eng. Gucken wir mal im Tageschart. Und da seht ihr, Traden hat gar nichts mit Hektik oder mit was weiß ich was zu tun. Ich kann hier in aller Ruhe jeden Tag einmal nachziehen. Das ist kein Hexenwerk. Noch sind die Punkte unterhalb. Wenn die Punkte über meinem Initialstop rutschen, ziehe ich dann einfach jedes Mal auf den Punkt hinterher. Da verausgabe ich mich jetzt nicht unbedingt. Ja, also das ist eine wunderbare Geschichte. Ich hoffe, dass ich dran denke, hier auf der, das ist ja die Demo-Plattform jetzt hier, dass ich daran denke, aber streng genommen, einfach immer, wenn der Punkt einen höher rutscht, dann ziehe ich den Stop dann, den da einfach dann entsprechend dann auf diese Marke nach. Solange der unten runter bleibt, macht das natürlich keinen Sinn. Kurzer Tipp, irgendwann können mal die Punkte auch oben sein, spielt keine Rolle, der Stop bleibt ja unterhalb, solange lassen wir das Ding da laufen. So, sehr schöner Tipp, sehr schöne Idee, ich weiß gar nicht mehr, wer es vorgeschlagen hatte, aber lieben Dank dafür, sieht gut aus, macht einen guten Eindruck. Ist nicht perfekt, perfekt wäre gewesen, wenn die Symmetrie hier auch noch ein bisschen gleichförmiger gewesen wäre, wäre es mir noch ein bisschen lieber gewesen. Aber maulen kann man immer natürlich. Es ist aber eine Situation, die ich völlig akzeptabel finde, wo ich sagen kann, ja, kann man handeln. Insbesondere, weil das hier auch gut aussieht. Hätte der jetzt hier so ausgesehen auf dem Weg nach oben, hätte ich gesagt, naja, was erwarte ich denn, wenn er da durchgeht? Korrektiv hoch? Ne, das will ich nicht haben. Aber der Anstieg ist okay. Dementsprechend finde ich das nicht schlecht. So, wir wechseln nochmal schnell auf unsere Kollegen, diese kurzfristigen, die wir da eben hatten.
Dann gehe ich aber wieder auf eure Fragen ein oder Vorschläge ein. Ihr macht das ja sowieso viel besser als ich. Ich erzähle euch hier einen Krampf mit irgendwelchen auf 1 Minute und von euch kommen die wirklich seriösen Sachen. Wobei, das ist auch nicht so schlecht jetzt. Klar, wir sind immer noch im Minutenchart, aber ihr seht, jetzt ist das eine echte Korrektur. Das heißt, wenn der Kurs jetzt nach unten wegtaucht, ja dann nicht. Ja gut, dann muss ich auch keine Sorge haben. Aber wenn der Kurs nach diesem Schub, nach diesem Wackeligen jetzt da drüber geht, fände ich Long ebenfalls gut. Nur er verabschiedet sich jetzt nach unten. Finde ich nicht schlimm, aber dann habe ich auch keine Long-Position. Ja, aber ihr seht, das ist jetzt ein Schub, das ist jetzt was Wackeliges, das wäre ein möglicher Long-Trigger hier an der Stelle. Also ich mache das jetzt mal auf die Schnelle. Einstieg wäre quasi, wenn wir da drüber gehen und da kommt jetzt schon das erste Problem. Ich muss dann ja gucken, ich muss den Spread hier theoretisch ja mit einkalkulieren. Das sind 3 Punkte, das heißt, eigentlich würde ich einen höher, das ist da reinkommen, an der Stelle. Ich muss aber damit rechnen, dass ich ja diese 3 Punkte auch noch mitnehme. Und das ist im Tageschart, im Stundenchart, auch meistens im 15-Minuten-Chart überhaupt kein Problem. Aber im Minutenchart käme ich hier oben erst rein. Und das wird mir ja von meiner CRV, von meinem Chance-Risiko-Verhältnis noch weggenommen. Also insofern bin ich gar nicht so ganz undankbar. Das machen wir mal kurz. So, bin ich gar nicht ganz undankbar, wenn wir das jetzt nicht machen. Also ich würde das unter normalen Bedingungen nicht umsetzen, sage ich ganz ehrlich. Aber die Idee, diese Optik ist super. Nur er ist schon ganz schön tief runter und jetzt passt das mit dem CRV auch nicht mehr so richtig, weil das Ziel, wenn das da liegt, da mein Einstieg, da mein Stop, na, das geht nicht mehr. Aber fürs Augentraining war das gut. Ich weiß, viele sagen immer, ja, jetzt habe ich was verpasst oder sowas. Ärgert euch nicht, wenn ihr was verpasst habt. Sagt, geil, das funktioniert ja wirklich. Da hat es auch funktioniert oder da hat es funktioniert. Ja, ich habe den nicht gemacht. Aber es funktioniert einfach, weil nehmt einfach die mit, die ihr seht und die ihr umsetzen könnt. So mache ich es auch. Ich verpasse 1000 am Tag. Ja. Wenn ich die ganzen indischen Aktien, die ich gar nicht mal angucke, noch mitnehmen würde, wie viel Trading-Situationen sich daraus noch ergeben würde. Ja, also ihr seht, wie lächerlich das ist, wenn man immer sagt, ihr darf das nicht verpassen. Ihr verpasst so viel am Tag. Ärgert euch nicht. Aber wenn ihr es seht, nehmt das mit. So, nächstes, was ihr euch gewünscht habt, wechseln wir mal wieder, weil das ist jetzt ja im Moment mehr eine Übungsaufgabe. Das war, oh, da weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nichts mit anzufangen. Mal gucken, Overstock. Ist das das hier, glaube ich, oder? Helft mir notfalls. Ich bin ja so ungebildet, ich kenne das nicht. Overstock, genau, das passt. Dazu soll ich mal was sagen. Kommt im Moment wunderschön nach oben. Keine Frage. Kann man da jetzt einsteigen? Wenn einsteigen, dann wartet auf irgendeinen Intra-Rücksetzer, irgendwie was innerhalb dieser Bewegung. So wie hier Schub und dann von mir aus irgendwie so ein wackeliger Rücksetzer oder irgendwie was im Kleinen. Jetzt einfach irgendwie einsteigen, finde ich nicht so clever. Geht auf eine Zeitebene kleiner. Ihr müsst nicht auf dieser handeln. Ihr könnt das große Bild handeln. Aber achtet immer drauf, ob ihr irgendwo mit der Korrektur oder gegen die Korrektur unterwegs seid. Im Moment ist der Trend nach oben. Jedwede Korrektur kann man entsprechend nutzen. Da würde ich es jetzt mal bei belassen. Im übergeordneten Bild finde ich das nicht so einsehbar, was das Ganze ist. Ist das jetzt ein toller Anstieg? Seid da? Nee, auch nicht. Ist das ein toller Anstieg seit da? Auch ganz schön überschneidend hier. Gefällt mir alles nicht so sehr. Also Overstock würde ich jetzt nicht, also das wäre für mich kein Trigger hier. Ist sowieso kein Trigger. Warum ist das denn jetzt kein Trigger? Macht doch sonst immer solche Sachen. Warum ist das kein Trigger? Weil Trigger ist immer auf der linken Seite des Tiefs. Und das Tief war hier. Das heißt, das wäre hier, das wäre ein Trigger gewesen. An der Stelle. Zur Not noch der ist zwar sehr hoch, aber einer von den beiden. Ja, also der ist an sich ist der nicht sehr hoch, also das war jetzt halt für die Situation nicht optimal, aber das ist es. Also immer auf der linken Seite. Ihr wollt ja wissen, ob die Korrektur beendet ist. Und wenn die Korrektur beendet ist, könnt ihr in der Korrektur messen, nicht im Anstieg. Das heißt, wenn ich jetzt in dieser Anstiegsbewegung das messe, kann das nie ein Einstieg sein, weil das ist im Anstieg, soll er mir den Anstieg bestätigen? Nee, das Ende der Korrektur soll er mir bestätigen auf der Korrekturseite. So kann man sich das vielleicht merken. Machen wir gleich vielleicht noch ein anderes Beispiel dazu. So, was haben wir denn noch, was wir hier haben? Jemand hatte sich Aussie gegen Yen gewünscht. Finde ich übrigens super spannend, haben wir uns eben auch ein bisschen intensiver mal angeguckt. Aussie gegen Yen und viele von den Aussies
Aussie Neuseeland, Aussie US-Dollar, die sind alle so ein bisschen ähnlich. Nicht alle exakt gleich, aber so ein bisschen ähnlich. Die Erwartungshaltung im Groben ist, oh Gott, wie schnell geht denn die Zeit rum? Bin ich zwischendurch mal eingenickt oder was? Das ist ja Wahnsinn. Das Ganze hat so ein bisschen den Eindruck, als ob das so aussieht und dann käme hier nochmal die fünfte Welle. Oder das ist die große Korrektur und das ist die nächste, dann kommt aber auch die fünfte Welle. Also in allen Fällen kommt die fünfte Welle und die fünfte Welle per se mag ich nicht so gerne handeln. Warum? Weil die fünfte Welle ist kürzer wieder als die vorangegangene und manchmal fällt sie ganz flach und manchmal ist es auch eine Ending-Situation. Alles Situationen, die ich nicht so gerne handle. Das heißt, ich würde nicht jetzt das hier gerne handeln. Aber wenn der Kurs jetzt mal, was habe ich jetzt angeklickt hier, Zeichenmodus, so, nee, nochmal anders. Wenn der Kurs jetzt das macht und dann wackelig runterkommt, dann handle ich ja nicht die fünfte Welle, sondern handle ich die dritte der fünften. Von mir aus lasse ich ihn dann auch in der vierten und in der fünften drin. Aber ihr seht, ich handle dann aus der untergeordneten Welle das Ganze. Dann habe ich auch nicht diesen Trigger, sondern habe ich diesen Trigger. Bin viel enger dran an der Geschichte und habe dann ja die stärkste Bewegung noch vor mir. Das ist ähnlich wie hier. Da haben wir die 1, 2, 3, 4, 5. Dann sind wir hier wackelig runtergelaufen. Das wäre die nachfolgende Welle jetzt, wäre im Prinzip dann die dritte Welle. Und das ist häufig mindestens genauso gut wie die. Es kann sein, dass die da endet. Oder eben kann auch deutlich länger sein. Also die dritte ist immer ganz spannend, weil die ist genauso lang oder sogar länger. Die fünfte ist wieder doof, weil die ist in der Regel kürzer. Manchmal ist sie länger, aber das ist statistisch gesehen deutlich weniger stark. Das heißt, das Muster finde ich klasse. Wenn er jetzt also nach dieser Geschichte jetzt in diesem Bereich jetzt hier anfängt, einen Schub nach oben zu machen und dann wackele ich runter, ja, dann bin ich definitiv auf der Suche nach der Long. Gelegenheit. Für diejenigen, die jetzt sagen, eigentlich habe ich Short gedacht, ja, okay, aber dann lasst euch Folgendes zeigen. Wackelig nach oben und dann triggern auf der Unterseite. Und dann seht ihr, dass wir nie in Konflikt kommen. Ich habe keine Ahnung, welcher dieser Varianten kommt. Ich kann sie aber gut unterscheiden, denn bei meinem bullischen Bild geht das steil hoch, wackelig runter. Und bei dem bärischen Bild geht es wackelig hoch und triggert dann hier eben das. Also je nachdem, die sind nicht verwechselbar. Welches dieser Szenarien kommt, weiß ich genauso wenig wie alle anderen Menschen auf der Welt auch. Ich habe keine Ahnung. Kommt aber das, kann ich mich entsprechend positionieren für Short. Kommt das, kann ich mich entsprechend positionieren für Long. Und das ist das große Geheimnis. Es ist nicht das Geheimnis, dass wir die Zukunft gucken können als Trader. Versucht das nicht zu lernen. Ich weiß, dass einige sagen, ja, aber wenn ich noch diesen oder jenen Indikator oder das noch dazu, dann kann ich die Zukunft lesen. Nein, wird euch genauso wenig gelingen wie allen anderen Menschen vor euch auch. Aber ihr könnt sehen, wenn das ein Fünffäller ist, der runter ist, wenn es wackelig nach oben kommt, die steile Bewegung nochmal. Und wenn es steil nach oben kommt, dann ist das vielleicht die C-Welle dieser Bewegung, die wir hier hatten, also die Abschlusswelle dieser Bewegung. Und dann kommt als nächstes wackelig das und dann geht es in diese Richtung weiter. Das heißt, den finde ich im Moment mega spannend. Blöderweise an dieser Situation kann ich jetzt überhaupt nicht traden. Ich brauche jetzt da sein Votum. Steil hoch, wackelig runter oder wackelig hoch und dann jeweils den entsprechenden Trigger, wie ich es angedeutet habe. Und immer alternativ zu dieser Wackelei, also immer alternativ ist dazu A, B, C und dann das. Das könnt ihr euch immer merken. Also entweder ist etwas A, B, C und dann habt ihr hier den Trigger oder etwas ist zack und wackelt 100 Mal, dann könnt ihr in der Regel so den letzten als ein, insbesondere wenn die alle so in dem Trendkanal so auf der Oberseite sind, könnt ihr den letzten als einen Trigger nehmen. Ja, also das ist eine, wie ich finde, ganz gute Sichtweise. So, das theoretisch könntet ihr das jetzt bei ganz vielen Aussie-Dingern, das Prinzip ist aber bei denen meistens das gleiche, deshalb will ich jetzt die Aussies gar nicht so super breit treten. Also australische und ähnliches ist auch beim Neuseeland-Dollar. Ja, schaut euch das selber gerne an unter diesem Gesichtspunkt. Übrigens ein Tipp, wenn euch jetzt einiges zu schnell geht oder ihr sagt, oh Gott, der huddelt der das immer, ich muss das immer nochmal in Ruhe mehr angucken. Guckt euch das Ganze gegebenenfalls in der Aufzeichnung nochmal an. Die wird ab morgen sowohl auf meinem YouTube-Kanal als auch bei XTB natürlich im YouTube-Kanal zur Verfügung stehen. Schaut euch ruhig die alte Aufzeichnung nochmal an.
Merkt euch die Uhrzeit, wann ich vielleicht einen schlauen Satz gesagt habe, dann könnt ihr das vorspulen, müsst ihr euch nicht das Ganze angucken, sondern diesen einen Teil, der für euch dann besonders relevant ist vielleicht. Aber als Übung nochmal, um das Ganze nochmal anzugucken. Und dann, wenn wir gerade dran sind, lasst gerne natürlich ein Like da und natürlich ein Abo. So, aber das nur nebenher. Was haben wir noch so? Wir müssen gleich, Tesla müssen wir natürlich, also wenn Tesla, wenn wir darüber nicht sprechen. Ich muss sagen, das war jetzt zum Beispiel ein Fall, wo ich nicht gut landen konnte mit meiner Idee. Meine Idee war eigentlich, dass das korrektiv ist und ich habe die ganze Zeit gehofft, dass wir irgendwo hier auf der Unterseite getriggert werden. Haben wir nicht, also insofern war das nicht negativ. Nur blöderweise, bei dem Start, den wir hier doch relativ verhalten hatten, gab es keine Möglichkeit für uns reinzukommen. Wenn, dann gab es vielleicht hier. Haben wir nicht genutzt, sage ich ganz ehrlich. Schade drum, aber gut, so ist es halt. Aber das ist dann die Möglichkeit, dass ihr dann eben sagt, okay, ich möchte irgendwo rein, wir sind aber weit gelaufen, dann gehe ich halt auf eine kleinere Zeitebene und versuche dort auf irgendeine wackelige Gegenbewegung. Ja, also ich will gar nicht suggerieren, so von wegen, mit der Methode seid ihr immer auf der richtigen Seite, könnt nie wieder Verluste machen, verpasst nichts, das ist Unfug. Ja, wird euch leider oft genug passieren, aber der Rest, der ganz gut läuft, der macht schon Spaß genug aus meiner Sicht. Das ist natürlich immer relativ, aber unterstellen wir mal. So, wie sieht's hier aktuell aus bei Tesla? Was soll man da sagen? Ist eine Aufwärtsbewegung, ja, keine schwache Bewegung. Also korrektiv ist das jetzt im Moment nicht nach oben. Worauf ich jetzt warte, ist, dass er mir jetzt ein klares Zeichen gibt. Das kann aussehen zum Beispiel so. Dann würde ich sogar immer noch mal long gehen. Denn das ist ein Zeichen, dass die Bären nicht stark sind und dass die Bullen unbedingt wieder wollen. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das hier passiert. Wenn wir im Kleinen natürlich eine Abwärtsschärfe bekommen, sowas in der Richtung, dann kann man auch noch mal die Abwärtsseite fahren. Das geht natürlich auch. Aber jetzt einfach einsteigen, finde ich typischerweise nicht sinnvoll. Ja, dazu bin ich zu oft verbrannt worden, so von wegen, ach komm, jetzt haben sie alles, alle sehen, dass es gut ist, nur ich nicht, jetzt kaufe ich auch. Das ist häufig so ein Moment in der Geschichte. Ja, und dann sagt man, ach, jetzt habe ich die Faxen dicke, ich gebe das Ding ab, habe ich keine Lust mehr zu. Ja, und dann passiert dann sowas. Das ist also häufig doof, so ein Punkt. Lasst euch das bestätigen durch irgendwelche Bewegung auf der kleineren Ebene. Viel mehr kann ich dazu leider nicht sagen. Ich finde es auch schade, ja, aber wenn ich immer mich aufregen würde, wenn ich was schade finde, dann hätte ich schon keine Haare mehr. Gut, wer mich kennt, wird jetzt schmunzeln. Also ich reg mich, ich bin nicht so der Aufregertyp. Dementsprechend ärgert mich das jetzt nicht so sehr. Schade ist es natürlich. Ich meine, wenn man irgendwo Gewinne mitnehmen kann, nimmt man sie natürlich gerne. Aber wenn man sie verpasst, muss man halt irgendwo anders wieder was machen. Aber jetzt im Augenblick, die Abwärtsseite ist nicht wirklich impulsiv. Insofern würde ich jetzt nicht sagen, das fällt jetzt in sich zusammen. Das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Jetzt im Moment ist noch kein schöner Einstieg wieder. Also dann würde ich ein bisschen mehr Struktur auf der Korrekturseite fände ich besser und dann irgendwie wieder triggern lassen. Das, glaube ich, würde mir deutlich mehr zusagen. Juje, ich hänge ganz heftig mit der Zeit. Gold machen wir auf jeden Fall noch, wenn es 25 Uhr wird. Keine Sorge, Gold und Silber müssen wir noch mal kurz ansprechen. So, was haben wir noch auf der Liste? BASF. Ich versuche ja immer auch gerne eure Wünsche zu erfüllen. Oh, auch interessant. Allerdings im 5-Minuten-Chart sehe ich gerade. Aber das ist sowas immer, wenn ich sowas sehe, dann geht mein Herz auf, weil das ist ein schöner erster Impuls. Wir kamen von oben, mehr oder weniger erster Impuls, aber selbst wenn, also wenn da was Wackeliges runterkommt, das wäre was. Aber ich weiß nicht, ob man die unbedingt im 5-Minuten-Chart handeln muss. Also doch, ich weiß, die muss man nicht im 5-Minuten-Chart handeln. So hätte ich es formulieren sollen. Zumindest ist die Abwärtsseite mal nicht wirklich impulsiv. Das kann man schon sagen. Sehr, sehr korrektiv. Also ich würde eher sagen, wenn er hier irgendwo die Top-Seiten rausholt, da zum Beispiel 65, 37, dann kann man mal überlegen, ob man nicht die Long-Seite fährt. Letzter Schub hoch, ABC runter, das wäre etwas, wo ich mir vorstellen kann, kann man ausprobieren. Wenn er nach unten weiterfällt, gut, dann gibt es dann halt irgendwann ein neues Tief, zack, ABC runter, Trigger dann hier entsprechend. Ja, aber die Abwärtsseite ist schwach, die Suche nach der Aufwärtsseite, aber nicht jetzt einfach reingehen, weil im Moment sind die Hochs fallend.
Und so lange scheint das ja jetzt nicht der heiße Scheiß, wie manch einer sagen würde, zu sein. Sonst hätten die Leute da schon eher gesagt, schlage ich mal zu, was das angeht. Dann, was haben wir noch hier auf eurer Liste? Also seid nicht böse. Achso, Post müssen wir noch. Das hatte ich jemandem versprochen, dass wir Post machen. Gucken wir mal, ob die ab... Oh, das ist gar nicht so. Erster Eindruck ist immer gar nicht so schlecht hier. Warum nicht? Der erste Eindruck ist, wir sind recht zügig auf der Abwärtsseite. Der nächste Blick gilt der Aufwärtsseite. Wie gut ist die Aufwärtsseite? Da würde ich sagen, im Moment wäre das sogar ein möglicher Short-Trigger. Würde ich da jetzt schon eine Order platzieren? Typischerweise nicht, weil ich weiß ja noch nicht, wo das hoch ist. Wenn der jetzt weiter steigt, macht eine Order sowieso keinen Sinn. Und selbst wenn er nur so ein bisschen weiter steigt, muss ich ja jedes Mal meinen Stop wieder anpassen, weil ihr erinnert euch, ich habe den Stop gemessen von hier bis da und jedes Mal, wenn der wieder einen Millimeter höher geht, muss ich den Stop neu messen. Warum ist das so wichtig? Erstens, weil der Stop ja richtig liegen muss und weil ja die Menge damit verknüpft ist. Ihr erinnert euch, ich habe die Menge ja angepasst und das war ja in diesem Abstand mit enthalten. So, das heißt, ich finde den an sich schon mal sehr spannend abwärts, schon mal sehr cool aufwärts. Also die Bedingungen erfüllt er schon mal so auf den groben Blick. Wir können noch mal gucken, Fibonacci, wir mögen ja gerne 38er Rücksetzer. Die hat er gesehen, da sind wir gerade dran, das sieht man hier so halbwegs verdeckt. Mal ein bisschen größer hier, dass ihr das vielleicht besser erkennen könnt. So, also wir sind da bis zur 38er Marke gelaufen, er hat alle Bedingungen erfüllt. Klassischerweise stelle ich die Order ungefähr rein, wenn er die Hälfte wieder runterkommt. Weil dann hat sich das als ein Zwischenhoch erstmal vorläufig gezeigt. Dann wäre das hier der Short-Trigger sozusagen. Und dann kann ich die Order dann vorbereiten. Also jetzt ist es zu früh zum Vorbereiten, weil ich dann ständig nachjustieren muss. Da bin ich immer zu faul zu. Deshalb Stichwort, macht einen Preisalarm da rein. Sagt dann mal DPW, also Deutsches Postwesen sozusagen, das ist das Kürzel. Short vorbereiten. Zack, da an der Stelle. Ich könnte noch einen anderen Alarm machen, wenn er da oben ist, so von wegen, ja, kannst du knicken, weil dann passt es von der Größe dann nicht mehr, dann ist CRV auch irgendwann doof. Aber die Idee finde ich gut, macht einen guten Eindruck. Es gibt so ein bisschen Kleinigkeiten, was ist das hier mit den Tails? Nur das ist bei manchen Titeln manchmal so, man sieht das hier so, das sind so halbe Ausreißer, muss man die so ernst nehmen. Besser ist es, wenn er es nicht hat, ist mir immer lieber. Aber so ein Ausreißer, der macht jetzt nicht den Gesamteindruck der schnellen Abwärtsbewegung gegenüber der Aufwärtsbewegung kaputt. Also insofern, den finde ich erstmal cool auf der Short-Seite. Finde ich den auf der Long-Seite attraktiv? Im Moment nicht, weil einfach die Long-Seite hier nicht so toll aussieht. Insofern, die Long-Seite finde ich erstmal nicht gut. Dann muss er erstmal ein bisschen beschleunigen, so wie hier, und dann irgendwie eine ABC nach unten machen. Also der ist für mich im Moment auf der Short-Seite, aber erst wenn er triggert. Im Moment sieht man das ja noch nicht. Insofern ist das aktuell noch gar nicht so relevant. So, jetzt müssen wir wirklich zu Gold kommen, sonst schaffen wir das nämlich nicht mehr. Es tut mir so leid. Ich habe, glaube ich, ganz viele Leute jetzt enttäuscht heute Abend. Ich hoffe nicht zu sehr, aber alleine dadurch, dass ich nicht alle Wünsche erfüllen konnte. Gold und Silber machen wir aber jetzt trotzdem noch. Bitte nicht traurig sein. Ja, seid gerne nächste Woche wieder mit dabei. Wünscht euch das. Und sagt, ich komme nie dran, mich ignorierst du immer, das ist kein böser Wille, sondern ich blätter wahllos durch, ohne zu gucken, wer sich was wünscht. Will das dann gerne dann nachholen. Dann habt ihr dann auch die Chance. Ansonsten vielleicht ein Tipp, ihr könnt ja mal googeln, Born for Trading. Da habt ihr auch die Möglichkeit, viele Infos von mir zu kriegen, viele Möglichkeiten, Fragen zu stellen und so weiter. Das ist da alles auch möglich und könnt ihr dann hier schön umsetzen. Es ist hervorragend geeignet, weil schickerweise XTB A für die Indizes die Future-Kurse verwendet. Das machen leider nicht viele Broker, was ich aber sehr wichtig finde, weil das ist dann wie die Profis vom Preisniveau. Und B ist sehr viele Aktientitel auch hier gibt, die man handeln kann. Übrigens, das soll ich auch noch mal sagen, oder kann ich durchaus mal sagen, man kann hier die Aktien sogar kostenfrei handeln. Also wer jetzt stofflich eine Aktie handeln will, kann das bei XTB kostenfrei machen. Wenn ich das richtig weiß, haben die das nicht geändert. Bei den CFDs ist es klar, ist natürlich ein Hebelgeschäft, da ist es nicht ganz so. Aber man kann es dadurch auch, kann dadurch alle Märkte dann entsprechend auch umsetzen. So, aber das nur so am Rande. Jetzt gucken wir uns nochmal Gold an. Ich finde Gold im Moment doof. Ich weiß nicht, ich finde es doof. Warum finde ich es doof? Man soll es ja auch immer argumentieren. Guckt euch mal das an. Das ist jetzt mal im Stundenchart die Aufwärtsbewegung.
diese Bewegung finde ich nicht adäquat. Rücksetzer, 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 alles mit Überschneidung. Ich werde mit der Long-Richtung im Moment nicht warm. Das heißt nicht, dass vielleicht hier sogar noch ein kleiner Long möglich ist. Aber das ist für mich nicht das Zeichen, das ist jetzt der perfekte Start für die Long-Richtung. Wir haben es gesehen bei Tesla, da habe ich es auch verpasst. Ausschließen können wir es nicht. Aber die Wahrscheinlichkeiten sind nicht so sehr zu unseren Gunsten oder in dem Fall zugunsten von Gold. Ich würde eher sogar sagen, wir kommen noch mal runter. Worin ich jetzt so ein bisschen zaudere, ist, ob wir erst noch mal einmal hochgehen und danach dann die Runterbewegung machen. Ja, oder ob wir jetzt sofort dann runtergehen. Aber die Abwärtsseite ist ja auch doof. Also diese Abwärtsseite ist ja auch massiv korrektiv anmutend. Also Gold ist in aller Richtung korrektiv. Und das gibt eigentlich nur eine Erklärung. Die Marktteilnehmer haben keine Ahnung und mögen sich nicht festlegen. Im Kurzen, ich habe es eben angedeutet, ist es eher, und ich sage bewusst eher, stark nach oben. Vielleicht kriegen wir jetzt noch das. Wenn er dieses Bild sehr schön korrektiv macht, dann würde ich mich auch für den Long nochmal hinreißen lassen. Aber jetzt mache ich das nochmal weg. Das hier ist auch nicht super toll mit den Rücksetzern hier. Ich sage mal grenzwertig. Also ich finde im Moment Long latent besser, würde mir aber eigentlich wünschen, er macht nochmal das. Und dann kann ich sagen, okay, komm, lass uns da einmal nochmal mitmachen. Dann fände ich die Long-Seite erst nochmal ganz gut. Ja, aber super begeistert bin ich nicht, aber für so einen Interims, so einen Zwischentrade hier, würde ich sagen, ist das auf jeden Fall nicht schlecht. Jetzt kommt noch der Hinweis, Tageschart sieht besser aus. Naja, Tageschart, das ist jetzt der Tageschart, sieht inwieweit besser aus? Das ist immer noch korrektiv anmutend. Also ich muss ganz ehrlich sagen, der Tageschart sieht hier gar nicht so gut aus. Bin ich noch nicht so wirklich von überzeugt. Also ich halte es noch immer für möglich, dass wir erst das sehen. Ich bin langfristig durchaus bullisch gelaunt. Ich glaube schon, dass wir insgesamt in einer Abwärtskorrektur sind, sprich, dass es anschließend nach oben geht. Aber ich kann noch nicht nachempfinden, dass das jetzt schon wirklich der wirklich begeisternde Aufwärtsschub ist, den sich viele erwünschen oder erhoffen. Das würde sich sicherlich ändern, wenn wir da drüber gehen. Dann würde ich dann sagen, okay, vielleicht war das hier einfach nur doof gelaufen, dann von mir aus. Dann sind wir hier eben in der Schubbewegung hoch, A, B, C runter und dann, ja gut, von mir aus. Da ist ja immer noch genügend Platz bis da hoch. Aber aktuell ist meine Begeisterungsfähigkeit bei dem, was ich hier sehe, sehr übersichtlich. Aber gut, ob ich das erkenne, muss ja nicht bedeuten, ob das der Markt dann so macht. Das ist nur so meine Sichtweise im Laufe der Zeit. Bei Silber sieht das fast viel besser aus, ehrlich gesagt. Silber ist das nämlich eine ganz klar korrektive Bewegung. Und da finde ich die Aufwärtsbewegung viel deutlicher. Auch da gab es zwar so ein bisschen Rücksätze, aber die sind deutlich mehr getrennt. Also wenn ich jetzt wählen müsste Gold oder Silber, würde ich Silber viel lieber handeln. Allerdings auch erst nach dem Trigger, wohlgemerkt. Das sieht ja hier auch sehr, sehr korrektiv aus. Also wenn er da drüber geht, Trade noch nicht vorbereiten, solange wir das Tief noch nicht haben. Erst wenn er so ein bisschen in die Richtung, für meine Sicht, dass wir dann hier hochgehen. Wo ich mir noch nicht so 100% im Klaren bin, ist das eine vierte Welle und kommt hier nur eine fünfte? Oder ist das insgesamt eine ganze und das jetzt danach geht es dann richtig weiter? Aber hier ist die Aufwärtsseite aus meiner Sicht viel überzeugender als bei Gold. Die Abwärtsseite ist ähnlich wackelig wie bei Gold, bisschen anders vielleicht noch, ja, so in der Richtung. Und wir sehen auch, dass die gar nicht so sehr in Einklang. Viele sagen immer, das müsste mal gleich sein. Ja, aber jemand fragt völlig zu Recht, was ist denn die Wellenzählung bei Gold, bei Silber jetzt hier? Tatsächlich würde ich ganz grob jetzt mal sagen, hier war eine Pause und diese Pause. Das ist eine seitwärts, das ist eher eine fallende. Dann wären wir eher in der fünften Welle. Und dann hätten wir hier intern. Darüber kann man sich dann noch streiten, ob das eine 1, 2, 3, 4, 5 ist irgendwie. Ja, aber zumindest mal finde ich das irgendwie gar nicht so schlecht. Muss ich sagen, finde ich jetzt die schönere Lösung. Wenn der jetzt noch deutlich tiefer geht, also sehr viel intensiver, so dass diese Korrektur viel größer aussieht als die, da muss man sich Gedanken machen, kann das auch eine 1, 2, 3, 4, 5 noch sein? Ja, diesen Spike haben wir auch bei Gold, den würde ich auch bei Gold im Zweifelsfall noch rauslassen. Das war der bei den Arbeitsmarktdaten oder war der bei Fed? Eins von den beiden. Das war ein ganz kurzer Ausbruch, danach wieder zurückgeholt. Da würde ich im Zweifelsfall sagen, ist ein Spike, na gut. Ja, also wenn der
hier reinläuft und sich hier noch ein bisschen breit macht, also noch, also so, dass der viel größer aussieht als der hier, dann würde ich sagen, okay, das ist vielleicht tatsächlich ein gesamter Zyklus und das ist jetzt hier der nächste. Im Moment kann man das noch nicht sagen, weil der immer noch so ungefähr mit dem vereinbar ist. Der fällt zwar und der ist seitwärts, aber das würde ich in dem Fall noch sagen. Aber in allen Fällen die Aufwärtsbewegung eher erstmal die typische. Und da kommt ein gutes Schlusswort nochmal dazu, nämlich die fünfte Welle handeln. Also so vorwurfsvoll klang das jetzt nicht, aber die fünfte Welle handeln ist eine sehr berechtigte Frage. Ja, wenn das wirklich nur die fünfte ist, ist doof. Allerdings auch hier die fünfte sollte ja mindestens mal darüber gehen. In dem Fall hätten wir sogar noch CRV, was noch in Ordnung wäre. Aber völlig zu Recht gefragt. Ich persönlich werde wohl eher nicht hier long gehen, sondern werde sagen, in dieser Aufwärtsbewegung wird es ja sicherlich eine kleine Bewegung wieder geben und die würde ich behandeln. Also das ist mein präferiertes Bild. In dem Fall kann ich es noch einigermaßen akzeptieren, weil Mindestziele sind da oben. Das würde in dem Fall ja auch noch gehen. Aber völlig zu Recht bemerkt, die interne Struktur ist dann sogar noch die schönere, wenn man die dann noch sogar sehen kann. Hier so ähnlich wie hier vielleicht, dann ist es natürlich noch attraktiver. So, jetzt habe ich lange gesprochen. Ich habe auch überzogen, was ich eigentlich nicht soll wegen der Aufzeichnung. Ich wollte euch nicht den Abend jetzt kaputt machen. Ich muss aber nochmal klicken hier so. Den Abend kaputt machen, indem ich jetzt hier so lange quatsche. Deshalb lasse ich euch jetzt wieder gehen. Ich wünsche euch, dass ihr viel Spaß habt an den Märkten. Falls ihr Spaß mit uns hier, mit dieser in dieser Konstellation hattet, dann kommt doch vorbei. Immer dienstags, 18.30 Uhr könnt ihr euch merken, da geht eigentlich nichts drüber oder nichts durch. Wenn ich nicht halbton über dem Zaun hänge, dann findet das Ganze hier statt. Es ist eh Handelszeit, insofern passt das. 18.30 Uhr. Immer dienstags, merkt euch das vor. Guckt es euch gegebenenfalls, falls ihr es verpasst, auch immer im YouTube-Kanal an. Dann habt ihr da das bisschen später dann auch nochmal zur Verfügung. So, dann wünsche ich euch jetzt erstmal alles Gute, eine erfolgreiche Woche. Bleibt gesund, tradet erfolgreich. Ganz liebe Grüße und gerne bis zum nächsten Mal.